Biel. Sie sind gestern aus Vancouver gekommen und jetzt heute bei den Proben zu Art on Ice im Zürcher Hallenstadion fängt das nacholympische Leben gleich mit einem Jetlag an. Es fängt schon jetzt an und es ist gut für mich. Ich habe keine Zeit, um zu überlegen, was in Vancouver passiert ist. Und es geht los mit Art on Ice. Viel Freude und ich habe no regrets über Vancouver. Es war für mich ein schönes Abenteuer. Leider habe ich nicht geschafft, was ich geplant habe, aber sonst alles hat gestimmt, nur die Medaille war nicht da. Der Wettkampf war ja jetzt schon vor 2 Wochen. Was ist seither passiert? Ich muss sagen, die 5 Tage nach dem Wettkampf waren sehr schwierig. Es ist einfach so, dass ich musste es verdauen und es hat Zeit gebracht, bis ich akzeptiert habe und jetzt ist es vorbei. Ich muss nach vorne gehen und ich bin sehr zufrieden mit den Shows. Ich habe jetzt bis im Juli viele Shows überall in Osteuropa, hier in der Schweiz und noch in Amerika, in Russland und auch in Japan. Also es ist ein schönes Leben. Können wir trotzdem noch einmal ein bisschen zurückschauen auf diesen Wettkampf? Sie haben ja das Comeback gegeben für Olympia. Sie wollten das unbedingt noch einmal erleben, möglichst eine Medaille gewinnen. Das hat nicht geklappt. Hat es sich trotzdem gelohnt? Es hat sich gelohnt. Ich muss sagen, mit diesem Ziel, ich habe auch viel auf meine Gesundheit konzentriert und es hat mir viel Kraft gegeben für meine Zukunft und ich musste unbedingt gesund sein für dieses Ziel. Und vielleicht ohne dieses Ziel hätte ich nicht auf meinen Körper so fest interessiert und es hätte vielleicht nicht so gut gegangen für mich jetzt mit all diesen Shows. Jetzt bin ich stark, ich bin gesund, ich habe eine Lösung mit dieser Verletzung gefunden. Also es ist schon für mich eine gute Satisfaction. Ich muss sagen, ohne Vancouver wäre ich nicht heute da. Gewonnen hat in Vancouver zur Überraschung von vielen der Amerikaner Evan Lysacek mit keinem sehr schwierigen Programm. Offenbar wollen die Preisrichter heute etwas anderes sehen. War vielleicht Ihre Strategie nicht die richtige? Ich glaube, der Gewinner war der, die beste Leistung diesen Tag gezeigt hat. Also es ist so im Sport, du musst einfach deine Zeit nehmen und ein Tag ist dein Tag und den nächsten vielleicht nicht. Und ich glaube, Evan hat seine Opportunität genommen diesen Tag. Er hat gezeigt, was er kann und es hat sich gelohnt. Also he deserved it, verdient. Er hat diese Titel verdient. Es gibt viele Champions, die in Vancouver waren und die nicht Olympiasieger geworden sind. Einer von ihnen, Jewgeni Pluschenko, wird auch hier in Zürich bei Art on Ice sein. Er ist nicht ganz der Meinung, dass der Richtige gewonnen hat. Er hätte selber gern zum zweiten Mal Gold gewonnen. Habt ihr schon darüber gesprochen? Wir haben nicht darüber gesprochen. Ich glaube nur, dass er muss das akzeptieren. Es gibt Preisrichter, die wir machen diesem Sport. Es gibt Preisrichter und wir müssen akzeptieren, wenn die sagen, der ist besser als ich oder als er oder und es ist so. Jetzt ich bin zufrieden, dass er hier in Zürich ist. Wir werden sicher eine gute Zeit zusammen haben. Er hat viel Respekt für mich, ich habe viel Respekt für ihn. Wir werden eine Tour zusammen machen im April. Ich gehe zum Beispiel in St. Petersburg mit ihm für eine Show und dann gehen wir noch in Osteuropa zusammen. Es wird super sein. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt in einer super Form, Sie haben Ihre Verletzung im Griff. Sie sind wirklich fit in der Olympiaform. Warum nützen Sie das nicht aus und gehen jetzt in 3 Wochen noch zur Weltmeisterschaft? Also ich gehe in 3 Wochen nicht in
für die Weltmeisterschaft, weil mein Goal und mein Ziel war Vancouver. Und wenn ich ich habe meine Energie für diese Olympischen Spiele gebracht und ich glaube, man muss jetzt verstehen, dass das war mein Ziel und jetzt geht es weiter mit etwas anderes. Ich hatte nicht in meinem Kopf die Weltmeisterschaft mitzumachen. Den Wettkämpfer Stefan Lambiel wird es erstmal nicht mehr geben? Ich kann es nicht sagen, aber ich muss ehrlich sein und jetzt denke ich nicht, dass es Wettkämpfe mit mir noch gibt, weil die Zeit war bis Vancouver. Gehen wir noch weit voraus. Adonis 2025 wird dann Stefan Lambiel immer noch der Leading Act sein? Keine Ahnung. 25. Dann sind Sie 40. Vielleicht nicht in 2025, aber noch einige Jahre hoffentlich. Dankeschön.